Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge für Outriders. Im letzten Part haben wir ja Augusts alte Heimat gesehen, beziehungsweise sind gerade mittendrin. Und wir müssen ja noch immer unsere Team retten. Die von den Eroberern, nenne ich sie mal, geschnappt wurden. Ja, ganz toll. Und wie wir schon erfahren durften, hat von denen jeder zweite Gegner einen veränderten Status, sag ich mal so. Beziehungsweise hat eine Fähigkeit von einem veränderten. Ich sag's mal so, verändert sogar am Anfang noch so ziemlich OP. In der Zwischenzeit eher mehr so, jeder Gegner ist verändert. Aber das Thema hatte ich schon im letzten Part. Hey. Dass wir hier nicht drauf gehen, das ist viel wichtiger. Ich finde es auch immer noch nervig, dass man kein Titan abbauen kann. Sondern nur Eisen und Leder immer wieder hält. Obwohl es ja in der Zwischenzeit besser wäre, wenn wir auch Titan halten könnten. Gerade wenn ich so drüber nachdenke, dass hier ein paar legendäre Waffen halt schon haben. Die man auch nur mit Titan verbessern kann. Komm schon, zeig dich. Wenn er sich nicht zeigen möchte, dann gehe ich halt bei ihm vorbei. Ich ja immer noch spekuliere, wer oder was die Gegner hier sind. Ja, die Bomben, das gesagt. So. Endlich unsere Leute befreien. Oder müssen wir uns noch weiter kämpfen mit denen? Ich meine, ich wäsche doch gern dann die ganze Flotte aus, nächstes Mal. Okay, die sind ja schon ein bisschen langweilig. Und die kennen wir ja noch.
Entwickler haben sich auch nicht viel dabei gedacht, sondern eher mehr so, wir haben ein Gegner-Setting und das wiederholt sich halt immer wieder. Halt bei den Berserkern hier. So, mal schauen. Sind wir jetzt endlich bei unserem Team angekommen? Sie haben Janna. Zu den Feuergruben. Jetzt zu uns, du Wichser. Jakob. Ja, wir wussten es ja, dass er sterben wird. Wow, und der Typ macht definitiv viel Schaden. Ja, okay. Für den sind wir nicht gut genug ausgerüstet. Ich sehe schon. Müssen wir nochmal die Weltenstufe zurücksetzen. Gar nicht gut, gar nicht gut. Richtig, richtig, richtig. Ah ne, Holz und Verstärkung.
Ich glaube nicht, dass wir den zum letzten Mal gesehen haben. Outrider, wir haben es zum Konvoi geschafft. Wir warten auf dich. Was sie wollten ja noch warnen, wie er stirbt. Ja, das wollte er natürlich nicht hören. Okay. Kann man ja nicht ändern. Jakob ist oder war ein Sturzschädel. Okay. Das war viel Ausrüstung. Vor allem viel Ausrüstung, mit der ich nicht gerechnet habe. Aber okay. Nehme ich gerne an. Wie gesagt, ich glaube, das Ding haben wir nicht zum letzten Mal gesehen. Außer es wäre so leicht erledigt. Ich dachte, die alte Kakerlake überlebt alles. Mama sagte immer, er wäre der letzte lebende Outrider auf Enoch. Selbst die Caravel-Katastrophe hat er überlebt, damals auf der Erde. Typisch. Warum? Warum er? Was war sein Schutzzauber? Ich hab gedacht, es wäre, weil er sich einen Scheiß kümmerte. Und das beschützte ihn. Naja, ich denke, am Ende kümmerte es ihn wohl doch mehr als gedacht. Nun gut. Glaubt man das? Der Räderstuhl des alten Mannes ist doch ganz praktisch. Je weiter wir kommen, desto schlimmer wird's. Wenn jemand umkehren will, dann jetzt. Aber ich weiß, was zu tun ist. Ich finde das Signal. Du wirst einen Fahrer brauchen. Okay. Jenna, was ist das? Interessant. Zum Glück, dass gerade die Dialog abgebrochen hat. Egal. Mal schauen, was hier ist. Ich habe ein paar uralte Reliefs gefunden. Vielleicht sowas wie Hieroglyphen von Augusts Volk. Unglaublich. Kannst du irgendwas erkennen? Nicht gerade mein Spezialgebiet. Vielleicht findest du im Dorf weitere Reliefs. Falls du welche entziffern kannst, erfahren wir womöglich etwas über ihre Geschichte. Okay, ich sehe mich um. Okay. Mal schauen, was uns die bringen. Ja, und da hatten wir noch einen Ort, wo wir nicht waren. Und hier oben. Ausrüstung. Ah, wir haben noch ein bisschen Platz, obwohl ich kann dieses Zeug mal trotzdem mal verschrotten. So, Hedi, wir brauchen dich. Kopf hat mir vom Motto der Outriders erzählt. Den Dienst auf zwei Beinen nehmen. Ich denke, es würde ihn wohl freuen, dass dieses Motto eingehalten wurde. Ich weiß nicht, ob ihn das wirklich freuen würde.
gut. Kann man ja nicht mehr ändern. Wie so vieles auf Enoch. Okay, das Zeug ist eigentlich besser. Das darf ich nicht verschrotten. Hier das verschrotten. Einmal verschrotten. Modifizieren. Wir werden ein weiteres Magazin haben wir. Magazin, ja, das nehme ich noch mit. Dann mit Eisgeschütz haben wir noch. Ja, haben wir noch. Die Lebensdauer. Das kann ich mal mitnehmen. Wie gesagt, von der Rüstung haben wir bisher auch noch nichts wirklich Gutes verlangt. Ich sagen könnte, ich kann hier schon Level 3 Sachen machen. Leider. Okay. Soll ja nicht so sein. So, was haben wir hier jetzt noch? Passion. Bitte finden Sie mit 5 Gegner im Umkreis. Das ist jetzt auch nicht so stark. Nehme ich lieber wieder irgend so Todesketten oder so mit. Auf Platz 2. Da habe ich die 3er Modifikation ja behalten wollen. So. Dann kümmern wir uns natürlich noch um die Glyphen. Mal schauen, ob wir da noch welche finden. Wir werden wohl eher Gegner finden. Das sind sie schon. Nicht so lange auf sich warten lassen. Erledigen Gegner.
hat bisher noch welche. Ich mache mir genügend Schaden, dass die kein Problem darstellen. Könnte sonst etwas nerviger sein. Das ist so nervig, wie dein Anführer war. Natürlich wie üblich Rache üben. Ah, die Waffe macht halt gar keinen Schaden gerade. Ändern. Man kann man schon ändern, indem man sie verbessert. Oh, das ist gar nicht gut. Einfach von hier erledigen, Gegner. Ich will doch gar nicht mehr als dein Tod. Sahidi, hier ist eine Art außerirdisches Artefakt. Ich fühle, dass es Energie ausstrahlt. Ich frage mich, ob deine Kräfte es beeinflussen können. Ja, mal schauen. Irgendwas Scheißgefährliches aus dem Himmel. Ah, bestimmt die Anomalie. Es gab viele Tote, also flohen sie. Vielleicht in Höhlen? Aber wie hätte Augusts Volk dann überleben und solche Dörfer bauen können? Keine Ahnung. Das ist ein unglaublicher Fund. Such weiter. Naja, wir haben ja schon mitbekommen, dass dieses Alien-Dings da scheint nicht mehr zu reagieren. Vielleicht findest du im Dorf noch mehr. Falls du weitere Erscheinungen auslösen kannst, erfahren wir womöglich die ganze Geschichte. Kontrollieren kann, so rum. Hast du immer zwischenquatschen müssen? Ne, noch egal. War klar, dass wir jetzt noch da oben müssen. Da unten haben wir auch noch einen Ort, den wir noch nicht entdeckt hatten. Na gut.
Allerdings, bevor wir jetzt hier weitermachen, werde ich den Part an dieser Stelle auch schon beenden. Ich bedanke mich immer fürs Zusehen. Lasst eine Bewertung, dass es euch gefallen hat. Wenn nicht so was sollt, könnt ihr auch gerne noch ein Abo lassen. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge von Outro das Video. Ciao.